Herzlich willkommen bei Health Inspiration. Mein Name ist Rainer Ehrhalt und heute zeige ich euch mal einen Barfußpfad. Wir sind hier bei Spalt in der Nähe von Nürnberg und hier gibt es einen schönen Barfußpfad. Passend zu unserem letzten Video zum Fuß- und Barfußlaufen etc. zeige ich euch jetzt einiges. Bleibt dran und dann zeige ich euch auch noch die wichtigsten Übungen, um den Fuß richtig in Form zu bringen. Ich ziehe jetzt mal meine Schuhe aus und dann geht's los. Okay, hier haben wir schon mal schöne Steinuntergründe. Sehr angenehm für die Füße. So, jetzt sind wir an der ersten Station angekommen. Hier gibt es Aufgaben zu bewältigen. Und zwar soll man hier Stöcke nehmen und die am Ende zu einem Turm aufschlichten. Und das ist gar nicht so einfach. Die überhaupt gegriffen zu kriegen mit den Zehen. Ich krieg's schon mal nicht hin. Sehr gut. Den anderen nehmen. Aha, so geht's. Ja, und dann wäre es nicht schlecht, wenn man noch sieht, wie man sie aufeinander stapelt, dass das am Ende auch einen schönen Turm ergibt. Aber das dauert etwas länger. Hier kann man sich länger austoben. Bis der Turm fertig ist, dauert's. Hier ist gleich die nächste Station. Hier kann man, ja, in verschiedenen Höhen hier drüber balancieren. Eigentlich ganz schön. Mal eine lustige Abwechslung. Als Blinder barfuß zu laufen, hat natürlich noch so ein paar Herausforderungen. Ich meine, selbst als Sehender muss man ja ziemlich aufmerksam sein, wo man so hintritt, muss immer ein bisschen gucken und so weiter. Und das ist halt als Blinder einfach noch schwieriger, weil man bei jedem Schritt nochmal genauer tasten muss mit den Füßen. Was kommt da jetzt? Ist da jetzt hier im Wald zum Beispiel eine Wurzel oder irgendwelche Tannenzapfen oder Steine oder sonst was, wo man sich wirklich verletzen könnte? Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo in der Stadt barfuß laufen will, hat man halt sowas wie Bordsteine oder ähnliches, wo man halt wirklich sich richtig die Zehen aufhauen kann. Und da muss man echt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ist herausfordernd, aber ist absolut machbar, muss ich sagen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß und ja, drum, ich laufe gerne barfuß. So, jetzt haben wir hier eine schöne Quelle mit frischem Quellwasser. Da werde ich jetzt mal reingehen. Ja, da hilft mir jetzt am Ende dann der Stock relativ wenig. Ja, genauso wie auf Wurzeluntergrund und so weiter. Muss man sich einfach langsam vorantasten. Und genau. Schön erfrischend. Und hier geht es jetzt dann noch einen Weg nach vorne. Durch den Quellbach. So, hier sind wir jetzt so langsam am Rundweg angekommen. Hier sind jetzt verschiedene Sachen auch nochmal als Untergründe. Hier jetzt so, ja, wie nennt man das? Späne oder so. Und kommen jetzt nach und nach noch andere Sachen. Ja, viele Leute haben immer als Argument, dass sie nicht barfuß laufen können, weil sie sonst dreckige Füße bekommen. Aber stellt euch mal vor, eure Schuhe sähen jetzt so aus. Die sind doch viel schwieriger sauber zu bekommen. Füße sind viel schneller gewaschen. Also lauft lieber barfuß. Jetzt kommen wir aber mal zu den ersten drei von vier Übungen, die man braucht, um alle Fußmuskeln zu aktivieren. Mehr braucht man nämlich gar nicht. Und zwar, die erste Übung ist große Zehe anheben, andere vier Zehen bleiben liegen. Nur die große Zehe geht nach oben. Das muss man am Anfang ein wenig üben. Ist relativ schwierig, wenn man das noch nie gemacht hat. Dann
Die nächste Übung ist das Gegenteil. Der große Zeh bleibt liegen, die anderen vier gehen nach oben. Ist für die meisten noch schwieriger. Und die dritte Übung ist alle Zehen spreizen. Da tun sich die meisten am allerschwersten, ohne die groß nach oben zu ziehen oder einzukrallen, nur auseinanderspreizen. Damit haben wir schon mal 3 von 4 Übungen abgehakt. Schreibt doch bitte einfach mal in die Kommentare, ob ihr das hinbekommen habt. So, hier haben wir jetzt mal was ganz Besonderes. Ein Moorkneipp-Tretbecken. Und das ist herrlich. Okay, hier haben wir Glasscherben, wobei die sehr wahrscheinlich einfach abgeschliffen sind, wenn die einfach so hier rumliegen. Aber da werden wir hier auf jeden Fall auch irgendwann ein Video dazu machen, über richtige Scherben laufen, nicht geschliffen. So, jetzt kommen wir hier endlich noch zu der abschließenden Übung und den abschließenden Tipps. Das heißt, die vierte Übung von den 4 Übungen, die man braucht, um alle Fußmuskeln zu aktivieren, ist, man versucht, die Außenkante von der Ferse und den Großzehenballen gleichzeitig auf den Boden zu drücken. Die 2 Punkte sind die wichtigen Punkte jetzt. Die sollen immer Kontakt zum Boden haben, festen Kontakt. Und von der Vorstellung her, dass man versucht, sie aufeinander zuzuziehen. Also quasi den Fuß kurz zu machen. So heißt auch die Übung kurzer Fuß nach Yanda. Und damit hat man die richtige Spannung, um die Gewölbe richtig aufzubauen. Aus dieser Übung raus kann man jetzt noch viel machen. Erstmal kann man die grundsätzlich einfach so machen. Man kann sich jetzt draufstellen, man kann dann versuchen, auf einem Bein zu stehen, dazu den ganzen Körper noch anzuspannen, Bauchmuskeln ein bisschen mit anspannen, Schulterblätter zusammenziehen und so weiter. Und so den ganzen Körper gleich mit trainieren. Genau, das ist die 4. Übung. Dazu, wenn man dann noch einmal barfuß läuft in der Natur, was wir hier jetzt gemacht haben, im Barfußpfad, kann man aber auch überall anders machen. Dadurch wird der Fuß wirklich umfassend trainiert und eben die Muskeln, die wir jetzt aktiviert haben mit den 4 Übungen, auch richtig eingesetzt. Und als Zusatzübung kann ich nur geben, immer mal wieder hüpfen, in welcher Form auch immer. Ob man jetzt joggen geht, ob man Seilhüpfen macht, ob man aufs Trampolin geht oder wie auch immer. Aber man hat einfach nochmal durch das Hüpfen richtig das Längsgewölbe aktiviert und damit hat man dann wirklich alle Fußmuskeln perfekt trainiert. Jawohl, das war es jetzt erstmal hier vom Barfußpfad. Dann geht es im nächsten Video weiter mit den Grundregulationssystemen. Und da seid mal gespannt, wie diese funktionieren, welche es da gibt und ja, viel Spaß damit!